Da bin ich wieder. Heute wollen wir euch mitnehmen zum zweiten Teil unserer Balkantour. Und zwar soll es heute nach Split gehen. Von Šibenik nach Split ist es gar nicht so weit, wenn man am Meer entlang fährt. Aber der Nationalpark Krka, der hat uns so wunderbar gefallen, dass wir einfach nochmal die Straße durch den Nationalpark fahren und die wunderbaren Berge uns anschauen wollen. Ja, also heute die Tour von Šibenik nach Split. Dann geht's weiter nach Dubrovnik, Montenegro, Albanien bis in den Süden von Albaniens. Also bleibt gern dran und abonniert auch gern den Kanal. Glocke nicht vergessen, dass ihr immer eine Nachricht bekommt. Ich freue mich auf euch und viel Spaß beim Video. Guten Morgen. Ich habe mich jetzt aus dem Van geschlichen, weil ich das Meer am Morgen genießen möchte. Der Stellplatz hier ist zwar wunderbar, aber wir hatten total viele Mücken im Van, sodass wir kaum geschlafen haben. Es ist einfach so geil, hier morgens aufzustehen und dann gleich ans Meer zu gehen. Natürlich habe ich wie immer Badeschuhe vergessen, aber egal, die Flipflops machen auch. Wir fahren hier jetzt schon seit einer Stunde durch den Busch, haben kein Auto begegnet und so sieht es hier aus. Ab und an kommt mal ein kleines Dorf und hier hinter den Bergen, da ist Bosnien-Herzegowina. Da geht unsere Straße weiter. Da ist ein Ort. Kommen mir vor hier. Wie in Texas, irgendwo weit ab von jeder Zivilisation. Seht ihr das? Jetzt wisst ihr, was ich meine. Das ist so einfach traumhaft, oder? Ich liebe es einfach so, so sehr. Wenn es nicht so heiß wäre, dann würde ich jetzt hier anhalten und durch diesen Berg kraxeln. Das ist Split. Seht ihr das Meer schon? Wir rollen Split von hinten auf. Normalerweise wäre man ja von rechts gekommen, am Meer entlang, aber wir kommen ja durch die Berge. So, wir sind jetzt hier in Split angekommen, auf einem Platz, wo man zwar nicht campen darf, aber da unser Auto sehr klein ist, werden wir hier wahrscheinlich auch übernachten. Und hier ist direkt ein Parkplatz am Strand, an der Innenstadt. Und mal schauen, heute Abend wollten wir in die Innenstadt gehen, aber jetzt genießen wir den Tag erstmal hier hinten am Strand. Ja, jetzt sind wir am Strand hier angekommen, in Split. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der größte und schönste, aber für uns der praktischste, weil hier ist gleich der Stellplatz, wo unser Auto steht. Wie süß, der Kleine! Kennt ihr den? Was ist das? Salamander oder sowas ähnliches? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Der Stellplatz ist echt zentral. Wir sind jetzt hier ein bisschen am Meer entlang gegangen und ein bisschen so eine Straße lang. Und jetzt sehen wir hier schon die Altstadt von Split. Und hier ist auch der Hafen gleich. Ich stehe jetzt hier mitten in der Altstadt von Split. Hier sind viele Einkaufsmöglichkeiten und auch Food Courts, also wo man was Leckeres essen kann. Einfach wunderschön bis jetzt. Ich habe mir erstmal was zu essen und einen Kaffee geholt und jetzt wandere ich hier einfach weiter in die Altstadt. Nachher will ich noch was Leckeres essen gehen und dann abwarten, bis es dunkel wird. Dann wird es hier bestimmt urig und gemütlich. Musik.
Seht ihr das Pflaster? Das ist gar nicht so einfach, hier lang zu laufen. Andauernd rutsche ich aus. Das Bild ist wirklich wunderschön. Ich zeige euch mal ein paar Impressionen aus der Stadt. Jetzt sind wir hier gleich noch zum Live-Konzert dazugekommen. Wow, was für eine Gänsehaut-Atmosphäre hier ist. Gute Nacht, Split. Du bist wunderschön. Du hast mir sehr gut gefallen. Eine tolle Empfehlung. Guten Morgen allerseits. Hier hinter mir seht ihr unseren Stellplatz von heute Nacht. Und jetzt wollen wir uns noch ein bisschen sonnen, frühstücken und so weiter. Und später fahren wir dann weiter Richtung Süden. Jetzt noch ein paar Infos zum Stellplatz. Der ist hier also direkt an der Adriaküste. Die Koordinaten, die blende ich mal hier ein. Und hier in der Nähe sind Dixie-Toiletten. Sind zwar jetzt nicht die schönsten, aber für den Notfall ist es in Ordnung. Und es gibt auch eine Dusche mit kaltem Wasser. Ich find's perfekt. Da, auf dem Stein. Seht ihr die Eidechse? Nur wieder eine. Aha, wir sind nicht weggekommen. Batterie tot. So, das Auto ist repariert. Das hat er gesagt, Starthilfe gegeben. Und jetzt können wir weiterfahren Richtung Dubrovnik. Und schaut mal, jetzt machen wir gerade eine Rast, wie schön es hier aussieht. Also die Region hier hinter Split, die ist viel schöner als alle anderen. Passt mal auf, ich zeige euch mal die Berge hier. Ich drehe mal die Kamera um. Hier sind richtig, richtig hohe Berge. Es sind mindestens 40 Grad. Und hier unten ist das Wasser. Schaut mal, wo ich bin. Ich bin bei Kaufland, weil Kaufland hat hier auch Pfandflaschen wie in Deutschland. Also man kann hier die Flaschen mit Pfand wieder abgeben und so machen wir das schon seitdem wir in Zagreb losgefahren sind. Immer bei Kaufland einkaufen unsere Getränke und dann geben wir unsere Pfandflaschen wieder ab. Und jetzt passt mal auf, ich drehe die Kamera um, wie schön es hier aussieht. Ich bin hier kurz vor der bosnischen Grenze. Die Berge sind wahrscheinlich schon Bosnien-Herzegowina oder jedenfalls dahinter, weil das ist hier nur so ein ganz schmaler Küstenstreifen. Und dort hinten, da sieht man jetzt nicht den Segelflieger, aber da ist das Meer. Das ist hier die Makarska Riviera in Dalmatien. So, wir sind jetzt durch Neum durchgefahren. Die bosnische Grenze haben wir passiert, ohne irgendwelche weiteren Kontrollen. Also, wir sind ganz überraschenderweise an einem Stellplatz angekommen, den es nicht mehr gab. Und dann haben wir uns entschlossen, gleich durch Neum nach Südkroatien zu fahren. Und das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt haben wir hier diesen Stellplatz
Ich filme den nachher nochmal ganz genau. Der ist fantastisch. Ich hoffe, dass wir hier über Nacht bleiben können. So, jetzt kann ich euch den Platz in Ruhe zeigen. Hier hinter mir, da seht ihr schon, da stehen die Autos. Hier ist direkt das Meer. Also Abendrot haben wir nicht. Sonne ist da hinter dem Berg. Da muss man um die Ecke gehen, aber kein Problem. Und hier, schaut euch mal die Berge an, hier ringsherum. Das Einzige, was ich jetzt aber noch nicht beurteilen kann, ist, hier führt die Straße entlang. Die Küstenstraße von Split nach Dubrovnik. Also da müssen wir mal schauen, ob das sehr laut wird oder nicht. Ich melde mich morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Ich kann ja kurz nochmal erzählen, was heute Morgen in Split passiert ist. Also wir hatten die Kühlbox an. Eigentlich sollte da so ein Tiefenentladungsschutz für die Batterie drin sein. Ist scheinbar nicht. Dann war die Batterie tot. Wir haben ADAC angerufen. 20 Minuten später kam er und hat uns Starthilfe gegeben. Das ist unsere Bucht. Wir sind ein bisschen über die Steine geklettert. Es ist jetzt schon dunkel draußen. Die Zikaden, die singen. Oder nennt man das Singen, was die machen? Auf jeden Fall möchte ich mich heute verabschieden von euch und ich freue mich schon auf Teil 3, wie es weitergeht nach Dubrovnik, Montenegro und Albanien. Und wenn ich es noch nicht gemacht habe, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Ich freue mich drauf. Also bis bald. Bye.